Tja, was soll ich sagen? Wir haben heute, wie schon im Livestream zuvor gesehen, neue Rennen bekommen. Auf Perico Cayo. Ja, wir haben sie endlich bekommen. Diese 8. Perico heißt Rennen. Erstellt euch eine Spielliste und so wie sie im Livestream ich euch gezeigt habe, ja, was halte ich davon? Sie sind so Rennen wie jede andere. Ja, ich meine, so zwischendurch einmal kann man sie spielen, ja, aber so besonders sind sie eigentlich nicht. Die letzten zwei, weiß ich nicht, was sich der Lehrling dabei gedacht hat, hat uns heute halt über die ganze Insel gejagt. Ja, 75 Stützpunkte, ja. Aber ich muss da ganz ehrlich dazu sagen, wir haben in den letzten Jahren so viele Rennen schon gespielt, da ist das da nur mehr ein Tropfen auf dem heißen Brei. Also ja, für so zwischendurch einmal die, was Geld brauchen, sind die Rennen natürlich nicht schlecht. Man kann sie spielen, kann da immer. Wir haben natürlich auch zwei neue Autos erhalten. Die Simon-Autos habe ich euch eh im Livestream gezeigt. Ja, Freunde, ich meine, ja, das ist ein Luxuskarosserien, also nichts Besonderes. Ja, also, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, also, das ist, wie gesagt, die ganze Eventwochen wieder mal. Also zusammenfassend, wir haben Cayo Perico bekommen, eine Schatzsuche natürlich haben wir auch bekommen. Die habe ich mir jetzt noch nicht angetan. Ja, da müsste ich in eine öffentliche gehen und halt eine Leiche mit einem Detektor suchen und auf Perico Cayo gehen, um Geldsäcke zu füllen. Aber, ich sage jetzt aber, räumt eure Lagerhäuser ein. Lagerhäuser sind diese Woche auch nicht von schlechten Eltern. Ja, die Beschaffungskosten sind billiger geworden um 30%, das habe ich nicht im Livestream gezeigt mehr. Aber wie gesagt, Lagerhäuser, füllt euch eure Lagerhäuser, oh ja, habe ich nicht gesagt, Blödsinn. Füllt eure Lagerhäuser an und profiliert diese Woche. Also, Cayo Perico rennen und füllt eure Lagerhäuser an.